Das ist mein Zimmer unter dem Dach. Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich nur die Tür öffne und die Farben rieche. Hast du auch einen Raum, der dich mit Freude erfüllt? Einen Garten oder eine Bucht am Meer oder einen Menschen, den du umarmen kannst? Pflege deinen Raum gut und erzähle davon. Denn manchmal kann es plötzlich ganz leer in dir werden. Dann brauchst du einen Menschen, der deinen Raum kennt und dich darauf hinweist. Oder du wendest dich an Gott, der vielleicht eine kreative Idee für einen Neuanfang hat. Gott selbst ist ein Neuanfänger, das haben wir Weihnachten wieder gemerkt. Vor 3 Jahren war ich total leer. Ich konnte überhaupt nicht mehr malen. Mein Mitmaler starb und mir fielen keine Farben mehr ein. Ich habe das Gott und den Menschen geklagt. Und ich habe lange auf eine Antwort gewartet. Aber eines Tages sagte einer zu mir, geh mal wieder in dein Zimmer und das Dach. Beim ersten Mal komme ich mit. Seit dieser Zeit male ich wieder. Mit großer Freude erfüllt mich das. Und ich nenne dieses Gefühl mit einem alten, goldenen Wort Gnade. Gnade, die ich dir auch wünsche.